Okay, Leute, mir ist was Kleines passiert, nämlich mal wieder Missgeschick in einem Spiel, wie ihr seht, wo natürlich Autosaves vorhanden sind. Bedeutet, ich kann das jetzt nicht irgendwie retten. Ja, was ist in diesem Part großartig passiert? Kurzfassung, wir haben in dieser anderen Dimension, glaube ich, war das ein Schrein. Von Zeit und Raum, wie man ihn aus Dragon Ball kennt, besucht. Der ist ja auf der Welt öfter vertreten. Den habe ich dann halt mal gesehen und dachte mir so, ah, oh, sprich sie mal an. Dort mussten wir dann als dieser Muskeltyp und noch einen, den ich jetzt nicht mehr weiß, ach so, doch, Nube, die zwei Dämonen-Dinger da, Typen gegen Schatten ankämpfen. Wahrscheinlich ist das einfach nur so Zusatzkämpfe. Dann haben wir den ersten Schlüssel gefunden, den Triumphschlüssel. Zufälligerweise das, was bei uns auch gemaxt höher ist. Dort mussten wir gegen Aizen und Madara Uchiha kämpfen in der Soul Society. Ihr wisst ja, wie sehr ich diese Map mag, also von daher. Lief aber auch ganz gut. Und dann haben wir noch eine Sidequest abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was darin vorkam. Auf jeden Fall haben wir dann, oder war das in diesem Part? Habe ich auf jeden Fall eine Goldmünze bekommen und sie dann am Ende dieses Partes verwendet. Und ich habe eine ultra seltene Karte gefunden, oder eher gesagt bekommen, die plus 5 auf den Siegestaumel gibt, aber minus 2 Angriff. Da dachte ich mir auch so, pff, nö. Und ich habe mit Achievement dafür kassiert. Silbertrophäe, whatever. Aber gut. Und ja, viel ist so also nicht passiert. Es gab halt nur die Story. In der halt Madara den Schlüssel haben wollte und sich mit Aizen zusammengetan hat. Aber Aizen ihn halt irgendwie auch betrogen hat. Aber trotzdem kämpfen sie zusammen gegen mich. Weil sie es danach halt selbst ausfechten wollen, aber who cares? Ich habe den Schlüssel bekommen, das ist ja irgendwie auch logisch. Und dann sind wir schon in Richtung nächsten Schlüssel gegangen. Den Part werdet ihr dann sicherlich sehen. Ja. Ja, tut mir leid, viel war da aber auch weiter nicht zu sehen. Ich glaube, der Part war sogar einer der etwas kürzeren. So 17 Minuten. Von daher ist wirklich nur eine Sidequest passiert. Oder waren es zwei? Eine Kampf-Sidequest, sagen wir das so. Diesen Raum von Zeit. Nee, warte, wie heißt der genau? Tempel von Zeit und Raum oder irgend so ein Scheiß. Ja. Und halt die Story. Naja, man sieht sich dann im nächsten Part. Da geht's dann wieder normal weiter. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.